Verehrte Frau Ensch-Engel, verehrte Frau Wagenknecht, lieber Herr Anhäuser, lieber Herr Lafontaine, meine sehr verehrten Damen und Herren. Naturschutz auf Kosten der Natur. Dieses perverse Thema treibt mich täglich um und hat sich seit Jahren wie ein eiserner Ring um meine Seele gelegt. Haben Sie also von Herzen Dank für die ehrenvolle Aufgabe, darüber vor Ihnen sprechen zu dürfen. Und lieber Herr Lafontaine, besonders Ihnen meinen herzlichsten Dank für Ihr Vertrauen und für Ihre Idee, mit diesem fränkischen Paradiesvogel, einen Linken auf jeden Fall, eine köpferische Veranstaltung zu bestreiten. Denn, meine Damen und Herren, dort, wo Natur, Heimat und Kultur und damit Menschen psychisch und physisch existenziell gefährdet sind, haben sich die Anständigen im Land zu versammeln, um Widerstand zu leisten. Es gab und gibt immer wieder Grund in diesem Land, dass sich Demokraten der unterschiedlichsten Lager zusammenfinden, um schreiendem Unrecht und Verbrechen eines verblendeten Zeitgeists zu widerstehen. Ja, meine Damen und Herren, es handelt sich um Verbrechen, die der Staat an seiner Bürgerschaft und am ganzen Land begeht. Oft waren in Deutschland nur wenige, die es wagten, mit offenem Visier einem als gefährlich erkannten Zeitgeist die Zähne zu zeigen. Umso höher mein Respekt und mein Dank vor Ihr aller Engagement. Heute ist politischer Widerstand, Gott sei Dank, nicht mehr gefährlich. Umso erschütternder, wie blind wieder den Rattenfängern der Macht und des Kapitals gefolgt wird. Umso erschütternder, wie wieder besseres Wissen gegen sichere eigene Erkenntnis Wahrheit korrumpiert und dem großen Geld geopfert werden. Und umso erschütternder, wie zynisch politische Verantwortungsträger, allen voran die Grünen, in den 70er Jahren noch führende Köpfe außerparlamentarischer Opposition und Gründer erster deutscher Bürgerinitiativen, heute mit der von ihnen einst vertretenen Klientel umgehen und deren Sorgen und Ängste aus meiner Sicht mit Füßen treten. Sprachlos und verstört, aber muss man erkennen, wie verlogen, wie ideologieerblindet, Herr Anhäuser hat es schon angesprochen, gerade der Verband geführt wird, dessen erste und dringlichste Aufgabe es wäre, sich wie eine zornige Löwin schützend vor unseren letzten verbliebenen Natur- und Kulturlandschaften zu werfen, um sie und ihre Bewohner nicht der endgültigen Zerstörer und dem unwiderruflichen Niedergang durch die stählerne Windradmonster und riesige Solarindustrie zu überlassen. Ich rede von dem einstmal ehrwürdigen und aus unserer Gesellschaft eigentlich nicht mehr wegzudenkenden BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Geht es überhaupt noch darum, Strom zu produzieren? Wenn ja, dann bräuchte man doch nur einen fixen Fördersatz pro Kilowattstunde. Dann müssten sich doch nach meiner schlichten fränkischen Denkweise die besseren Standorte automatisch besser und die schlechten Standorte automatisch schlecht bzw. nicht rechnen. Tatsächlich werden aber die schlechten Standorte besonders hoch subventioniert mit ihrem Geld. Das heißt, es gibt für eine unter schlechten Windbedingungen produzierte Kilowattstunde bis zum dreifachen Marktpreis mehr Vergütung als für eine Kilowattstunde unter guten Windbedingungen. Diese aberwitzige Verstehe-wer-will-Systematik ist jetzt auch noch in das neue EEG überführt. Der Wirtschaftsminister hat recht.
Die anderen in Europa müssen uns für bekloppt halten. Im Übrigen fand sich zu diesem Thema ein sicher sehr hilfreicher Leserbrief für die genialen Erfinder dieses wirtschaftsministerialen Schildbürgerstreichs. Leider ist mir der Name des Verfassers abhanden gekommen, was einem Gutenberg beim Verlesen fremder Texte tunlichst nicht widerfahren sollte. Ich darf aber trotzdem in der FAZ schreibt er, es wäre günstiger, Windmühlen an Orten aufzustellen, an denen überhaupt kein Wind weht. Es wäre günstig, es unterirdisch zu machen und den Betreibern eine kräftige Marge aus dem EEG-Ertrag zu überweisen. Das sparte zumindest die ewigen Rettungsmaßnahmen fürs Stromnetz, das durch den Zappelstrom, und das ist wirklich sehr ernst, sowieso beständig am Absturz vorbeischrammt. Reden Sie mal mit denen, die davon was verstehen. Meine Damen und Herren, alles bisher Gesagte, wirklich alles, und dafür stehe ich gerade, ist belegt und bewiesen. Meist wird es auch verstanden und bestätigt. Und dennoch wird immer neu die gleiche Frage gestellt. Wo soll dann bitte der Strom herkommen? Meine Damen und Herren, diese Frage ist jedenfalls in dem bisher genannten, formulierten Kontext nicht angemessen. Nicht operieren. Täte er es doch, der Patient überlebt den Eingriff nicht. Und die Messung Patient überlebt den Eingriff nicht. Und die Messer des EEG könnten nicht stumpfer sein. Und genau daran gehen eben die Schönheit und die Würde unserer deutschen Heimat unwiderruflich zugrunde. Und die vielen Millionen kleinen Leute bleiben wie immer neben den geschundenen Landschaften und der geschändeten Natur als Verlierer dieser unselig dilettantisch eingerührten Wende auf der Strecke. Sie, meine Damen und Herren, bezahlen die Zeche. 23 Milliarden bisher jedes Jahr. Ihr Geld macht die Reichen reicher, die Windradplaner und die Windradbauer. Ihr Geld subventioniert riesigen Großgrundbesitz und macht die Armen ärmer. Und wie viel von Ihrem Geld davon im Korruptionssäckel der ahnungs- oder skrupellosen Kommunalpolitiker und Naturverträglichkeitsprüfer landet, kann man nur mit Schauder ahnen. Trotzdem will ich gerne mit meinen bescheidenen Mitteln auch sagen, wo ich glaube, der Strom herkommen soll. Ich habe ihn noch nicht beantwortet. Er kommt derzeit und leider weiter, auch in langer Zukunft, ich habe es schon gesagt, während der Zappelflauten, weil gerade in diesen Ländern die Mechanismen deutscher Verblendung schon seit langem Geschichte haben, werden dort lächelnd neue Atomkraftwerke geplant und gebaut, um die Deutschen zur Abwechslung endlich einmal am eigenen Wesen, an sich selbst und an ihrer gemütlichen ökologischen Selbstsicherheit genesen zu lassen. Von all dem aber einmal abgesehen. Natürlich könnten wir ohne Atom, ohne und ohne Windwarnfluch unsere Stromversorgung sichern. Warum werden wenigstens als Brückentechnologie Dampf und Dampf- und Gaskraftwerke gebaut. 5 solcher Werke könnten allein die bayerischen Atomkraftwerke ersetzen. Warum werden nicht alle bundesdeutschen Fabrik- und Sporthallen, Flachdächer und so weiter nicht zwingend mit Photovoltaik bestückt
und dafür endlich auf dem Land die Wiesen und die Felder verschont. Vor allem aber meine Damen und Herren, wo bleibt die vielbeschworene sinnvolle Art von Energieeinsparen? Wir fahren, dürfen alle noch mit 200 über die Autobahnen brettern. Wo bleibt die schier ins Unendlich steigerbare Energieeffizienz, wenn die Windkraft wirklich nur 1,6 des gesamten deutschen Energiebedarfs deckt und dieser wiederum sich nur aus einem Fünftel Strom dafür, aber aus 4/5 Mobilität und Wärme zusammensetzt? Wo bleibt dann der verantwortungsvolle, nachhaltige Umgang mit unseren letzten Ressourcen? In Bayern, meine Damen und Herren, wird neuerdings wieder nach Öl gebohrt. Geht's noch? In der ganzen restlichen Welt. Aber meine Damen und Herren, perverser geht es nicht, möchte man im Kampf um die Verringerung glaubwürdig bleiben. Mir fällt dazu nichts ein. Die allfällige, und das ist wirklich wichtig, die allfällige bis zum Überdruss perpetuierte Beschwörung des Weltuntergangs durch ökologischen Raubbau, durch Luftverschmutzung und Klimawandel verfehlt so auf jeden Fall pauschal und ganz schlicht ihr Thema. Nicht die Welt, meine Damen und Herren, geht unter, sondern einzig wir mit unseren auf selbstzerstörerischen Technologien aufgebauten Zivilisationen. Wir sind in Gefahr. Die Welt, Sie haben ja Gott sei Dank vorhin vom Menschenschutz geredet, Herr Anhäuser. Die Welt hat schon viele ihrer Arten überlebt und wird es auch mit uns schaffen. Sie hat in den Abermillionen Jahren ihres Daseins Klimaschwankungen weit heftigerer Art nicht nur problemlos überstanden, sondern eben durch Schwankungen Flora und Fauna mit unzähligen Arten auch wieder neu ausgestattet und bereichert. Nur wir gehören möglicherweise irgendwann nicht mehr dazu. Diese Energiewende spottet ihres Namens. Sie ist die klassische Mäuserevolution im Elefanten. Dabei aber, wir haben es gesagt, der endgültige Niedergang der deutschen Natur- und Kulturlandschaften. Und sie ist erneut der bittere Beweis, dass weder die Grünen noch unsere Regierung, schon gleich nicht die Mannen eines Hubert Weiger, tatsächlich die echte Wende herbeiführen wollen. Wir brauchen, meine Damen und Herren, die Wende des Systems, das dahinter steckt. Die hinter all diesen Wir brauchen das Ende des grenzenlosen Wachstums und das Ende eines spätkapitalistischen Systems. Gab es schon einmal den Club of Rome. Dafür haben sich einmal die Gründungsväter des BUND zusammengefunden und nicht für das Weiter-so unserer absoluten Verbrauchergesellschaft, die sich mit jedem Windrad ein neues Denkmal setzt. Daher und jedes Mal von Neuem, wenn ich durch die abendlichen Mittelgebirge zu Hause fahre, jedes Mal, wenn je nach einer Steigung auf dem nächsten Gipfelkamm im Wald 4, 5 oder 20 von diesen Ungeheuern aus dem Nichts auftauchen. Jedes Mal vom Neuen befällt mich die alte H.G. Wells Horrorvision. Ungeheuer politisch herumzureißen, um die Mitmenschen und auch mich selber von der Pille herumzureißen. Um die Mitmenschen und auch mich selber von der Pest dieser Ungeheuerlichkeit zu bewahren. Das sehen nicht alle so. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte wörtlich: Das sind sehr schöne Maschinen, mir gefallen sie.
Und all die anderen Maschinenmonster-Anbeter stimmen in seine Melodie ein und preisen die neuen Energielandschaften. Gottes Willen, ich muss es so sagen, von was für eiskalten und kulturlosen Technokraten werden wir regiert? Sind eigentlich die Grünen besetzt, von welcher Ideologie verblendet die Naturschutzfunktionäre? Und woher kommt die Chutzpe? In einem Internetauftritt mit dem Religion sind eigentlich die Grünen besetzt, von welcher Ideologie verblendet die Naturschutzfunktionäre? Und woher kommt die Chutzpe des BUND in Baden-Württemberg? In einem Internetauftritt mit dem Titel Argumente für Windenergie das folgende Unfassbare zu formulieren. BUND Opel. Landschaftsschutz kann dabei, also bei Windkraft, nur eine Unterargumentation sein. Schon immer prägte der Mensch massiv seine Umwelt. Halten Sie sich fest, Straßen, Gewerbegebiete, Großkraftwerke, Funkmasten, Skipisten, Strommasten, Ritterburgen oder Aussichtstürme sind landschaftsprägende Elemente. Es liegt in der Natur der Sache, dass windgünstige Standorte teilweise an besonders exponierten Stellen liegen. Ökonomisch und ökologisch macht es Sinn, genau dort Windräder zu errichten. Meine Damen und Herren, genau gegen diese Argumentation und gegen die Leute, die sie brachten, haben wir im Bund ein Leben lang bis zur Selbstaufgabe gekämpft. Ich wollte, ich könnte dererlei Stellungnahmen einem Anfall geistlicher Verwirrung zugute halten. Aber es ist ganz einfach. Diese Wende ist die bisher zynischste Ausgeburt des späten Kapitalismus in unserem Land. Es geht um nichts mehr als um Geld, Geld, Geld und unglaublich viel Geld. Wenigen verdient, aber von vielen. Dieser öffentlich sagte und nicht aufhörte, auf die in meinen Augen unanständige Verquickung führender Persönlichkeiten des BUND mit der Windkraftlobby hinzuweisen, hat mich mein alter Bundvorstandsgenosse Hubert Weiger verklagt. Eine über 300 Seiten starke Klageschrift sollte mich wegen. Hat mich mein alter Bundvorstandsgenosse Hubert Weiger verklagt. Eine über 300 Seiten starke Klageschrift sollte mich wegen Persönlichkeitsverletzung und Falschaussagen vor Gericht zwingen. Zu meinem großen Erstaunen und meinem noch größeren Bedauern zog Weiger am Vortag des in Hamburg anberaumten Prozesses die Klage zurück. Ich war und bin darüber traurig. Denn im Namen des Volkes die Machenschaften der vielen BUND-Funktionäre von ganz oben bis ganz unten öffentlich unter die Lupe deutschen Rechts zu nehmen, hätte wenigstens vielleicht den Naiven, den Braven und den noch Gutgläubigen die Augen geöffnet. Jedenfalls darf ich weiter über die Verquickung der Windindustrie mit den Naturverträglichkeitsprüfern des BUND reden und schreiben. Und vielleicht so lange, bis dieser Verband endlich einmal aufs Herz und Nieren durchgeprüft wird, wie einst der ADAC. Allerdings, die 70.000 Euro Prozesskosten, die der Bund jetzt übernehmen muss, hätten so mancher Naturschutzmaßnahme gut getan. Aber vielleicht verdient ja der BUND noch anderswo so viel, dass es auf solche Peanuts erst nicht ankommen muss. Ich komme gleich zum Ende, aber eines muss noch gesagt sein. Bei diesen Milliardenspielen bleiben nicht nur Landschaft und Natur auf der Strecke,
sondern auch unzählige Vögel und Fledermäuse. Hunderttausende, wie Sie wissen. Die Zahlen sind bekannt, erschütternd und beängstigend und gestützt durch staatliche Vogelwachen. Und was sagt mein ehemaliger BUND-Vorstandskollege Weiger dazu? Schriftlich erklärte er mir, im Straßenverkehr würden wahrscheinlich mehr Vögel getötet als durch Wildträger. Dieser Brief verschlug mir die Sprache. So viel miserable Missachtung. Vor der eigenen Philosophie hätten nicht einmal Weigers schärfste Kritiker für möglich gehalten. Aber selbst wenn dies alles so wäre, mit der Gegenrechnung der gigantischen Zahlen toter Tiere hat sich unser erster Arten- und Naturschützer Deutschlands für immer die grüne Larve höchst selbst vom Gesicht gerissen. Und außerdem mit fast schon kollegialer Geste den kriminellen Vogelfängern Südeuropas eine carte blanche aus erster Hand verschafft. Mit dieser Argumentation hätte einmal einer vor Weigers Wildwarnerkrankung zu ihm kommen sollen. Vor 45 Jahren, meine Damen und Herren, es ist wirklich furchtbar, haben wir erbittert um die Verlegung einer Autobahntrasse wegen einer kleinen Blaukehlchenpopulation bis zum Umfallen gekämpft. Und heute? Heute werden See- und Schreiadler, Störche, Eulen, Uhus, rot- und schwarze Milane, ganze Zugvogelzüge von den geschütztesten der Geschützten nüchtern im deutschen Naturschutz unter Kollateralschaden abgeheftet. Ich suche noch verzweifelt die Barrikaden, auf denen wenigstens einer der BUND-Führungspersönlichkeiten und vielleicht auch der ein oder andere Vertreter der jeweiligen Landesforste stehen, und ich sehe sie nicht. Was ich sehe, ist ein bald völlig vor die Kuppe gegangenes, einstmals wunderschönes, stolzes Land. Mit einigen wenigen überlaufenen, durchbeschilderten und grün beblühten Nationalparks, den Museen unseres Hubert Weiger. Was da in unserem Land geschieht, ich bin dafür in der Presse schon geprügelt worden, ich werde es heute wiederholen, ist nicht wegen der Bilderstürmer und Bücher. Was da in unserem Land geschieht, ich bin dafür in der Presse schon geprügelt worden, ich werde es heute wiederholen, ist nicht weniger barbarisch als die Untaten der Bilderstürmer und Bücherverbrenner, die seit der Antike alle Jahrhunderte hindurch bis in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart blind, wütend durch die Geschichte irren. Ob Alhadre, Mossul oder Palmyra, ob Schwarzwald, Hunsrück oder Odenwald, diese Namen bedingen einander im Maß der Zerstörung. Der unbarmherzige, schöpfungs- und menschenverachtende Zugriff in unser aller Eigentum, unsere Heimat, in unsere Landschaften und unsere Kultur ist niederträchtig. Diese Energiewende stellt alles in den Schatten, was uns die ersten 20 Nachkriegsjahre, Nachkriegswirtschaftswunderjahre, die ungebremste Wachstumspolitik in den 70er und 90ern, der Turbokapitalismus nach der Wende und schließlich die Globalisierung an schrecklichen Kollateralschäden in ganz der schmutzigste Treppenwitz der deutschen Naturschutzgeschichte und einer vormals grünen Partei. Niemals hätte ich mir träumen lassen, einmal härter gegen den eigenen Naturschutzverband kämpfen zu müssen, als je gegen alle Umweltfrevel der letzten 50 Jahre in unserem Land. Und noch weniger war in meiner und meiner Freunde Vorstellungskraft, dass einmal unzählige zivil couragierte Bürger sich in schlagkräftigen Initiativen versammeln, um ihre Heimat, ihre Wälder, ihre Tiere und ihren eigenen Lebensraum vor professionellen Natur eigenen Regierung schützen zu müssen.
Dafür danke ich Ihnen allen. Auch Politik und vor der eigenen Regierung schützen zu müssen. Dafür danke ich Ihnen allen, auch und besonders hier in St. Louis aus vollem Herzen.